Herzlich willkommen zum fünften Teil der fünften Vorlesung im Rahmen der Veranstaltung Mensch-Maschine-Kommunikation an der Hochschule für Technik Stuttgart. Ich möchte Ihnen in diesem Teil den dritten Schritt vorstellen, den wir am ersten Tag unseres fünftägigen Praxisworkshops durchführen werden, nämlich die Usability Engineering Methode Szenarien. Szenarien sollen Beispiele sein für Interaktionen Nutzender mit dem System. Sie entwickeln diese Szenarien iterativ. Sie versuchen, den Anwendungsfall möglichst konkret zu greifen, indem sie relevante Aspekte des Anwendungsfalls darstellen und diesen Anwendungsfall in seinem Umfeld präsentieren. Und dieses Umfeld haben Sie im Rahmen der Contextual Inquiry mit erfasst. Und Sie sollten obendrein auch Szenarien ausarbeiten, die wesentliche Ausnahme- oder Fehlersituationen beinhalten, um eben zu zeigen, wie das System unterstützt in der Reaktion auf Fehler, auf Änderungen und so weiter, die uns ja kognitiv stärker belasten, wie Sie wissen, weil eben dann unser Inkongruenzentdecker gegebenenfalls bei Routinearbeiten anspringen muss oder weil wir unser Weltmodell überarbeiten müssen, wenn das Ganze vorher mal funktioniert hat. Denken Sie an einen Fehler, der in einem neuen Release hereinkommt und vorher hat es noch funktioniert. Oder wie können Menschen in normalen Ausnahmen und Fehlersituationen mit dem System umgehen? Dafür sollten Sie auf jeden Fall ein Beispielszenario haben, wenn Sie in einen Test gehen. Die Szenarien berücksichtigen Eigenschaften einer bestimmten Nutzergruppe, typischerweise auf der Basis eben einer ihrer Personas, die Sie ja im vorigen Schritt identifiziert und ausgearbeitet haben. Das Ergebnis eines Szenarios entspricht ungefähr diesem Design Thinking Schritt 3, diesem Define. Sie definieren, wie die Nutzung aussieht, wie der Nutzen aussieht, den eine bestimmte Gruppe von ihrem Werkzeug dann erzielt. Ich habe Ihnen dazu Beispiele mitgebracht. Zum einen begegnet uns hier der Jakob wieder, der einen Telefonanruf erhält und dann eben vom System entsprechende Unterstützung bekommt, Nummer, Name des Kunden und so weiter, weitere Angaben. Und der, wenn er den Anruf entgegennimmt, ihn gleich passend begrüßen kann, diesen Kunden, und den Schadensfall aufnehmen möchte. Er hat auch gleich Kontext, wie Sie sehen, in dem Sinne Artefakte. Er sieht hier weitere Versicherungsverträge und kann hier die entsprechende Police direkt auswählen aus der Übersicht. Da nehmen Sie etwas mit über die Vorgehensweise. Also es muss eine Übersicht geben und nimmt dann diesen Schadensfall auf. Im zweiten Szenario, das ist ein Szenario, das ich tatsächlich in einer Praxisveranstaltung so schon verwendet habe, wo es darum ging, man möchte ein System entwerfen, das Nutzende bei der Verwaltung ihrer Aufgaben mit Prioritäten und Fälligkeitsdaten unterstützt. Da soll eben eine Persona, in unserem Falle hier der Klaus Clever, ein Projektmeeting vorbereiten. Er sitzt also auch hier in seinem Büro, schaut auf diese Web-Oberfläche und Sie sehen auch hier wieder, dass konkrete Daten dastehen, konkrete Namen. Am 15.03. ein Blick auf dieses Projekt Research 2000XX. Und da sehen Sie, dass es dann Kategorien gibt, in denen diese Projekte einsortiert sind. Und er schaut auf diese Aufgaben, die an den Projekten dranhängen. Sie können also alleine aus diesem Satz schon ablesen, es gibt eine Hierarchie, Kategorie, Projekt, Aufgabe. Und die sind entsprechend benannt. Und es gibt hier eine Möglichkeit, da drauf zu schauen. Und er kann bei den Aufgaben offenbar relativ leicht sehen, welche hier unbearbeitet sind, denn er erkennt, dass es noch eine unbearbeitete Aufgabe gibt. Und Sie sehen, dass er auch den Zieltermin sehen kann und der konkrete Name dieser Aufgabe ist auch angegeben. So haben Sie gleich Beispieldaten, die Sie aufnehmen können in einen Papier- oder elektronischen Prototyp. Klaus Clever erledigt die Aufgabe und markiert sie entsprechend als abgeschlossen, wie auch immer die Applikation diese Unterstützung anbietet. Weiterer Punkt, zur Sicherheit prüft Klaus Clever, ob generell noch weitere Aufgaben mit irgendeinem Zieltermin vorliegen, damit Klaus Clever alle pünktlich erledigen kann. Also eigentlich möchten Sie hier gerne sehen, gibt es noch Aufgaben mit fester Deadline? Und wählt aus denen mit dem frühesten Zieltermin diejenige mit der höchsten Priorität, also Aufgaben werden auch eine Priorität haben, um sich den Inhalt anhand der genauen Beschreibung, also es muss neben dem Namen noch eine Beschreibung geben,
wieder zu vergegenwärtigen. Da haben Sie also einiges über die möglichen Datenfelder schon gelernt. Es muss eine Auswahl geben, das ist sozusagen ein gestecktes Vorgehen auch drin, diese Sortierung durchzuführen, im Anschluss die Auswahl. Und zum Schluss, damit Klaus Kleber das zeitfressende Projekt nicht den Blick auf wesentliche andere Bereiche des Lebens verstellt, wirft er zur Sicherheit noch einen Blick auf alle Aufgaben mit Priorität A, also die, die am wichtigsten zu erledigen sind. Da sehen Sie, dieses rechte Szenario ist deutlich detaillierter ausgearbeitet. Das ist tatsächlich schon so weit ausgearbeitet, dass Sie damit nachher in einen Usability-Test gehen können und geben einem Tester dann die Vorgabe, du bist jetzt Klaus Clever, versuch mit Unterstützung dieser Oberfläche diese Aufgabenstellung zu lösen. Aber auf den Usability-Test werden wir in einem späteren Abschnitt noch näher eingehen. Bewertung und auch Verwendung der Szenarien. Wozu können Sie Szenarien verwenden? Sie können damit validieren, dass die Personas so passen. Kann man sich von einer Persona wirklich vorstellen, dass die in diesem Szenario so lebt? Sie können damit Anforderungen erheben und validieren. Oh, dieses Szenario muss auch umsetzbar sein draußen im Feld, auf der Baustelle oder in der U-Bahn oder ähnliches. Oder genügt es, wenn das im Büro am Arbeitsplatz umsetzbar ist? Sie können validieren, dass die Anforderungen so passen. Sind das wirklich so wenige Durchläufe oder wie schnell muss das denn wirklich gehen? Oder auch haben wir hier den richtigen Ablauf? Gleichzeitig können Sie prüfen, ob die Spezifikation aus dem Software Engineering passt und die gegebenenfalls ergänzen. Und sie ist natürlich Basis für das weitere UI-Konzept für die Storyboards, die ich Ihnen als Exkurs in der Folge noch kurz vorstellen werde und die dazu dienen können, dass Sie eben einen UI-Prototyp ausarbeiten können. Die Szenarien können Sie natürlich auch als Szenarien gleich in einen Usability-Test übernehmen. Das habe ich gerade bei dem zweiten Beispiel ja schon angedeutet. Wenn die Daten hinreichend fein sind, das Ganze hinreichend spezifiziert ist, dass es dort keine Zweideutigkeiten gibt, dann können Sie das als Testmaterial verwenden. Und natürlich können Sie es auch verwenden, um später neue Nutzende damit zu schulen, die ja dann ein konkretes Szenario vorgestellt bekommen. So könnte es bei dir ablaufen, wenn du Versicherungssachbearbeiter bist. So könnte es bei dir ablaufen, wenn du Projektmanagement-Office-Mitarbeiter bist und musst irgendwelche Aufgaben zu diesem Projekt managen und so weiter. Letztlich sind Szenarien, um sie mal kurz zu bewerten, ein gutes Beispiel. Natürlich werden Sie damit keine vollständige Abdeckung aller Anwendungsfälle einer Anwendung erreichen. Darum geht es auch gar nicht. Es geht aber darum, dass Sie schnell erfassen können, in welchem Kontext man denn diese Anwendung wirklich nutzen wird und wie bestimmte Anwendungsfälle auch zusammenhängen. Wichtig für Szenarien ist, ich glaube, das konnten Sie an dem zweiten Beispiel insbesondere erkennen, dass Sie zumindest eine mittlere Komplexität haben. Ist das Szenario zu einfach, gerade für den Usability-Test später, dann können Sie zu wenig ableiten, zu wenig an übergreifender Nutzung. Gleichzeitig wäre dann der Usability-Test zu schnell zu Ende. Sie bekommen auch keine großartigen Fehlerbilder. Ist es aber zu aufwendig, dann wird das Verständnis derjenigen, die Sie mit diesen Szenarien adressieren wollen, seien das jetzt zu schulende Personen, seien das jetzt Usability-Tester, seien das vielleicht auch weniger technikaffine Personen im Management oder ähnliches, dann wird deren Verständnis schwinden.